Gardevoir ist ein Pokémon mit den Typen Psycho und Fee und existiert seit der dritten Spielgeneration. Vor Veröffentlichung der sechsten besaß es ausschließlich den Typen Psycho. Es ist neben Galagladi eine mögliche letzte Entwicklungsstufe von Trasla und Kirlia und zudem ist es seit der sechsten Generation in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega-Gardevoir durchzuführen, wenn es einen Gardevoir-Need trägt. Gardevoir ist ein mittelgroßes humanoides Pokémon. Gesicht, Hals, Brust sowie die Außenseite seiner schleierartigen Gebilde um den Unterleib und die Beine sind weiß, die Innenseite der eben genannten Körperteile, der Großteil seines Kopfes, wie auch die Arme sind grün. Es besitzt einen schlanken Körper und einen relativ großen Kopf. Der Bereich auf dem Haupt ähnelt einer Frisur und von seinem Gesicht sind lediglich die Augen zu sehen, die sich aus weißer Lederhaut, roten Iriden und schwarzen schmalen Pupillen zusammensetzen. Am kleinen Torso wachsen seitlich die langen dünnen Arme. Ein breites, flaches und rot gefärbtes Horn verläuft durch Rücken und Brust, der Unterleib gleicht dem unteren Teil eines langen Kleides und die schmalen Beine sind nicht immer sichtbar. In der Mega-Entwicklung ist es farbig nun fast ganz weiß, die Arme gleichen nun langen Handschuhen und es sind nur noch zwei Finger sichtbar. Das Horn auf seinem nun noch schmaleren Torso ist vorne zweigeteilt und der Bereich um die dünnen Beine ähnelt einem sehr üppigen Ballkleid. In der Shiny-Form sind die grünen Körperteile türkisfarben. Mega Gardevoir ist zusätzlich den Hals abwärts schwarz gefärbt, das gilt jedoch nicht für seinen Rücken. Gardevoir zeichnet sich durch mächtige, spezielle Kräfte, doch einen grazilen, zerbrechlichen Körper aus. Dieser sorgt dafür, dass es keine einzige physische Attacke regulär erlernen kann. Jedoch verfügt das Pokémon über mächtige, geheimnisvolle Kräfte, welche es in starke, spezielle Angriffe wie Psychokinese oder Traumfresser vom Typ Psycho oder Mondgewalt vom Feentyp gießt. Zudem verfügt es, wie auch bei anderen Psycho-Pokémon üblich, über vielfältige Status-Attacken, die seine kunstvollen Fähigkeiten demonstrieren. Eine Spezialität ist Teleport, mit dem es sich über große Strecken fortbewegen kann. Das Pokémon kümmert sich liebevoll um seine Feinde, die es mit einer Vielzahl von Heilattacken wie Wunschtraum, Heilwolke oder Heilopfer unterstützen oder per Reflektor gegen Feinde abschirmen kann. Man sagt, Gardevoir könne in die Zukunft sehen, was sich in der Attacke sehr manifestiert. Die meisten Exemplare verfügen über die Fähigkeiten Erfassen, welche die Fähigkeit des Gegners kopiert, oder Synchro, welche Statusveränderungen wie Paralyse an den Gegner weitergibt. Beide hängen mit der Angleichung von Gardevoir und seinem Gegenüber zusammen. Manche Gardevoir verfügen zudem über die versteckte Fähigkeit Telepathie, mit der es die Absichten von Mitstreitern erkennt und so deren Attacken ausweichen kann. In seiner Megaform nehmen seine speziellen Kräfte weiter zu, zudem sorgt Feenschicht dafür, dass normale Attacken wie Schallwelle den Feentypen annehmen und zudem stärker werden. Über den Lebensraum von Gardevoir ist nur wenig bekannt, da es nur selten als wildes Pokémon in Erscheinung tritt. Es gibt Beobachtungen von Gardevoir, welche in Kleinfamiliengruppen gemeinsam mit Trasla und Kirlia zusammenleben und per Teleport umherreisen. Obwohl es feminine Züge aufweist, gibt es genauso viele männliche wie weibliche Exemplare. Seine psychokinetischen Kräfte erlauben es ihm zu schweben und die Zukunft vorherzusagen. Gardevoir ist dafür bekannt, für seinen geliebten Trainer sogar sein eigenes Leben zu riskieren. Das Pokémon erreicht den Höhepunkt seiner Kräfte, wenn es Gefahr für seinen Trainer erspürt und kann dann sogar die Dimension verzerren und schwarze Löcher erzeugen. Es gilt demnach als äußerst mutiges Pokémon. Dabei ist Gardevoir der dritte Teil der Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Kirlia, welches sich zuvor aus Trasla entwickelt hat. Die Entwicklungsreihe stellt dabei das Aufwachsen eines menschenähnlichen Kleinkindes bis zu einem erwachsenen Menschen dar. In Spielen wird die Entwicklung von Trasla zu Kirlia auf Level 20 ausgelöst, von Kirlia zu Gardevoir auf Level 30 oder bei einem männlichen Kirlia zu einem Galagladi durch einen Funkelstein und Gardevoir kann sich dann noch genauso wie auch Galagladi per einem speziellen Stein zu einer Megaform entwickeln. In der Form, die es von der dritten bis zur fünften Generation hatte, wo es nur den Typen Psycho hatte,
Nimmt es halben Schaden gegen Kampf- und Psycho-Attacken, doppelten Schaden gegen Käfer, Geist- und Unicht-Attacken, der Rest noch normalen Schaden. Ab der 6. Generation wurde der Feentyp hinzugefügt. Das heißt, Gardevoir ab der 6. Generation und die Mega-Entwicklung sind immun gegen Drachenangriffen, nehmen halben Schaden gegen Kampfattacken, halben Schaden gegen Psycho-Attacken, doppelten Schaden gegen Gift-, Geist- und Stahlattacken und der Rest macht normalen Schaden.